Die einzelnen Punkte erhielten dann auch noch eine Präzisierung wie die auch für den Außenbereich geeigneten Säulen aus Page, in Klammern Nylon, auf Edelstahl V2A wurden und so weiter. Im Nachgang kündigte er auch noch die Präsentation von einigen Arbeiten aus den Jahren 1967 bis 1971 an, die eine Kontinuität seines künstlerischen Schaffens demonstrieren, wie dieses Bild hier drüben. Ich habe Ihnen das alles vorgetragen, um Sie nicht in dem Irrtum zu belassen, dass es genügt, einen kleinen Rundgang mit einem Glas in der Hand zu machen, die Attraktivität der Bilder zu loben und den gesamten Ausstellungskomplex, den der Künstler uns für heute und die folgenden Tage zusammengestellt hat, zu vernachlässigen. Nur wer all diese Elemente in seine Rezeption einverleibt, wird eine Verbindung herstellen können zwischen der scheinbar spartanisch strengen Ästhetik der Bildnisse und dem philosophisch anmutenden Titel Bedeutung und Begriff. Zu den Elementen dieser Ausstellung gehört natürlich auch der Künstler, der in seinem Bayerwaldhaus einen Alltag zwischen Atelier oder besser gesagt seinem Künstlerlabor und dem parkähnlichen Garten verbringt, dem er mit Hilfe von Buchsbaumhecken ähnliche geometrisch anmutende Formen verliehen hat, wie dem Zeichenkarton Colorplan White Frost der Firma Römerturm, Feinstpapier, wie er der Vollständigkeit halber mitgeteilt hat. Jürgen Ferdinand Schlamm, ein Vertreter der konkreten Kunst, verwendet bei seiner Arbeit Winkel, Zirkel und Lineal mindestens ebenso häufig wie Pinsel, Farbkasten und Buntstifte. Es geht ihm in erster Linie nicht um den Applaus eines mehr oder weniger arrivierten Kunstfreundes, der etwas Hübsches für die Wände seines Hauses sucht. Der Prozess des Schaffens, der bei manchen Künstlern aus einem kreativen Rausch, beim anderen aus einem handwerklich virtuosen Gestalten bildnerischen Formen bzw. Gegenständen besteht, dazu gesellt sich ein philosophischer, wissenschaftlicher oder gar pädagogischer Impuls. Wer die Liste der Zitate auf dem Bildschirm hier hinten genauer ansieht, wird mit Staunen feststellen, welch umfangreiche Lektüre der Künstler absolviert haben muss. Wenn wir in diesen Tagen erfahren, dass die Kanzlerin die Bilder von Emil Nolde aus ihrem Büro abgehängt hat, als sie erfuhr, dass der für seine Farbsymphonien gerühmte und geliebte Maler sich dem Regime eines Adolf Hitler angeschmeichelt hatte, wird deutlich, wie wichtig der Künstler und sein biografischer Hintergrund auch in unserer Zeit genommen werden muss. Die Kunstgeschichte ist noch nie ohne einen starken Anteil an Künstlerbiografien ausgekommen, siehe Leonardo da Vinci, Goya, Gauguin, Van Gogh oder Joseph Beuys. Diesen letzteren ist Jürgen Ferdinand Schlamm auch verpflichtet, indem er seine Arbeiten einem erweiterten Kunstbegriff einverleibt, wenn auch auf ganz andere Art und Weise als Beuys. Schlamm wendet sich damit weniger an Gesellschaft oder gar Politik, sondern blickt hinein in den Menschen, in dessen Schaltzentrale, in das Gehirn mit seinen Neuronen und Synapsen, und will über seine Arbeiten erfahren, wie diese bei der Wahrnehmung, in diesem Fall bei der Rezeption seiner Arbeiten, zusammenwirken. Daher der rätselhafte Titel Bedeutung und Begriff. Dieser enthält zwei Wortstämme, die auf Handfunktionen hinweisen, nämlich deuten und greifen. Ersterer benutzt möglicherweise nur einen Finger, um Richtung oder Töne neuer Erfahrungen anzuzeigen. Der andere umfasst einen Gegenstand, Begriff, als scheinbaren oder wirklichen Besitz. Der eine verkörpert sozusagen die subjektive Sicht, das Erleben, der andere das objektive Sein. Die Bedeutung wird von der Wahrnehmung des subjektiven Betrachters bestimmt, mit der Folge einer Wechselwirkung zwischen den Polen der Empfindung und begrifflichen Erfassung. Lassen Sie unsere Konzentration auf einige Arbeiten dieser Ausstellung richten, zum Beispiel auf diese hier.
Er hat sich vielleicht ein quadratisches Blatt hingelegt und zeichnet nun darauf mit dem Lineal ein weiteres Quadrat, in das er ein drittes Quadrat integriert, das wiederum in 16 quadratische Felder eingeteilt ist, denen er gezeichnete bzw. mit Buntstiften gemalte Figuren einfügt, die man als zylindrische dreidimensionale Körper und gemischt mit Halbkreisen und Rechtecken als Fläche zu erkennen vermeint. Mit diesem Grundschema beginnt er nun zu spielen, indem er so variiert, dass der Betrachter ständig irritiert wird durch die Scheinbarkeit der Figuren und ihrer Zusammensetzung. In die Zwischenräume fügt er auch nun auch noch Schraffierungen, die je nachdem sich zu den Linien hin verdichten oder dünn verlaufen. In den Tafeln hier, in diesen beiden zum Beispiel, laufen sie sogar über die Linien hinaus, wie als misslungener Farbauftrag. Damit sind wir bei der farblichen Gestaltung angelangt. Abgesehen von dem Bild aus dem Jahr 1971, hier, mit scheinbar eindeutiger Farbgebung, verhalten sich die Arbeiten von Jürgen Schlamp farblich eher zurückhaltend. Man gibt sich sogar dem Eindruck hin, dass ihm die Figuren und ihre Zusammenstellung weit wichtiger sind als die Farben, in denen sie sich präsentieren. Kolorierung nennt man die Technik, mit denen Schwarz-Weiß-Fotografien vor der Erfindung der Farbfotografie geschönt worden sind. Ich habe in meinem Haus in Griechenland einige Digitaldrucke von Jürgen Schlamp hängen, die in den Jahren 2001 bis 2005 entstanden sind. Vielleicht vor einem Jahr ist mir aufgefallen, dass diese Bilder ihren ursprünglichen Reiz verloren hatten, ohne dass ich zunächst die Ursache für meine veränderte Wahrnehmung feststellen konnte. Erst nach einiger Zeit erkannte ich, dass diese digitalen Drucke durch Sonneneinwirkung ihre Intensität und vor allem einen Teil ihrer Farbigkeit verloren hatten. Mir wurde unvermittelt deutlich, dass der sparsame Farbauftrag keineswegs Kolorierung ist, sondern wesentliches Mittel, das dem Bild seine Bedeutung verleiht. Das Gefühl für die Farbe findet zunächst mehr im Unterbewusstsein statt, aber es ist aktiv. Bei den drei Säulen, oder wenn Sie je zwei Bilder mit figurativer Identität nebeneinander halten und ihre unterschiedliche Wirkung betrachten, beginnen Sie, das in den Arbeiten wirksame farbliche Angebot zu erleben. Der Betrachter beschäftigt sich meditierend mit den subtilen Elementen der Bilder, die er sich allmählich aneignet, auch mit Hilfe der Liste von Zitaten oder indem er mit den auf dem Tisch hier angebotenen Zeichenmaterialien experimentiert. Wir nehmen teil am schöpferischen Akt des Künstlers, indem wir uns in die Hin- und Her-Dialektik zwischen Betrachter und Kunstwerk ziehen lassen. Die amerikanische Neurowissenschaftlerin und Essayistin Sphiri Hastwit äußerte sich entsprechend zur Rezeption von Kunstwerken. Wenn wir uns einem Kunstwerk nähern, haben wir nicht nur Anteil am Ergebnis des intentionalen Spiels einer anderen Person in ihrem fiktiven Raum, wir dürfen auch selbst spielen, szenieren, träumen, hinterfragen und theoretisieren. In der Tat werden durch die kalkulierten Exponate dieser Ausstellung Empfindungen wachgerufen wie angenehm, entspannt, fließend, beruhigend, irritierend, spannend, ruhig, oszillierend. Durch die Setzung von präzisen gegen vage Elemente, farbiges gegen graues, eindeutiges gegen mehrdeutiges, klares gegen unklares, Spannung gegen Entspannung, Yin gegen Yang. Insgesamt erleben wir in einer Art von Meditation ein komplexes Zusammenspiel von Empfindung und rationaler Betrachtung von Erste-Person-Perspektive und Dritte-Person-Perspektive oder, wenn Sie so wollen, von Bedeutung und Begriff. Vielen Dank.